Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Rust. So, ich habe letztes Mal gemerkt, dass ich hier nur Enums behandelt habe. Wir wollten ja auch noch über Structs reden, deswegen gibt es heute generische Structs und generische Funktionen auf einmal. Dazu erstellen wir uns erstmal eine neue Struct und wie nennen wir sie? Ist mir egal. Zum Beispiel Point. Ein Point besteht normalerweise aus zwei verschiedenen, aus X- und Y-Koordinaten. Denn ein Punkt ist normalerweise, also wenn wir jetzt im Zweidimensionalen reden, haben wir zwei Koordinaten, die wir angeben müssen. Meistens sind es I32, aber vielleicht wollen wir ja was Generisches haben. Denn wir wollen unseren Punkt für Floats und für Integer und so weiter und so fort haben. Dazu sagen wir haben einen Typparameter hier drin. Und wie gesagt, das hier könnte jetzt I32 sein oder ein Float 64 oder wie auch immer. So. Und was wir jetzt hier machen, ist, wir definieren unser x und y, x Doppelpunkt. So, und jetzt wird es schon vorgeschlagen, wir geben x den Typ t. Und wir sagen auch bei y, es bekommt den Typ t. So, und damit sind wir schon so weit, dass wir alles machen können eigentlich. Wir können jetzt hier hergehen und sagen, ich hätte gerne einen neuen Punkt. Also erstellen wir uns mal einen Punkt, let intPoint oder sowas, ups. Gleich. Und dann sagen wir Point. So, und Achtung, jetzt müssen wir nicht mal mehr unseren Parameter angeben. Das macht alles automatisch für uns. Das heißt, wir sagen hier einfach nur Point von x Doppelpunkt 5 und y Doppelpunkt 6. So. Und jetzt sagen wir vielleicht noch ein Print. IntPoint Punkt x. So. Ja, ich weiß, dead code, aber nicht so schlimm. Okay, und wir haben automatisch den richtigen Typen rausgefunden. Das heißt, das hier ist jetzt ein Point mit dem Typen I32. Wenn ich jetzt hier allerdings ein 5.0 reinhau und ein 6.3 oder sowas, dann ist es kein Intpoint mehr, sondern ein Floatpoint. Und Rust macht automatisch den richtigen Typen draus, indem es uns hier einen Floatpoint draus macht und dieses generische T automatisch auflöst, indem es einfach sagt, okay, X muss den Typen Float haben, Y muss auch den Typen Float haben, weil wir ja hier Punkt angegeben haben und hier haben wir auch einen Punkt angegeben. So funktionieren also diese Traits. Ihr könnt es natürlich auch noch explizit angeben, indem ihr dann hier sagt, Intpoint und dann den Typ Doppelpunkt, Doppelpunkt Point und hier dann zum Beispiel ein F64 oder sowas. So, und jetzt habt ihr quasi selbstständig den Typen festgelegt, aber ihr könnt auch einfach Rust vertrauen, dass es hier die generischen Sachen automatisch für euch regelt. Wenn ihr jetzt hier nämlich ein I32 reinschreibt, dann kriegt ihr einen Error. Okay. So funktionieren generische Structs, ziemlich ähnlich eigentlich, nur dass wir hier eben dieses T weiterverwenden können als Typ von den einzelnen Members. Jetzt wollen wir uns noch generische Impels angucken, also wie wir diese Structs dann auf Impels vertragen oder wie wir die übertragen. Dazu sagen wir einfach Impel T, ups, muss natürlich auch groß sein, Impel T, Point und hier auch wieder den Typparameter T. So, und jetzt können wir hier drin einfach machen, was wir wollen. Keine Ahnung, was ihr damit machen wollt. Ihr könnt zum Beispiel sagen, ich hätte gerne eine Funktion fn Argument und self return type ist mir gerade eigentlich egal und sollte natürlich mutable sein. Und dann könnt ihr sowas machen wie, ich hätte gerne, dass y gleich x plus y ist oder sowas. Sowas kann man zum Beispiel dann machen. Okay, so jetzt noch zu den generischen Funktionen. Die haben wir nämlich auch noch nicht gemacht. Und die generischen Funktionen sind eigentlich sehr, sehr ähnlich. Auch nicht wirklich spannend im Prinzip, weil wir ja schon alles kennen. Damit, ha! Alles erlaubt oder so. Ups. Alles erlaubt. Und was wir hier jetzt machen, ist, wir schreiben hinten dran ein Spitze Klammer auf, Spitze Klammer zu und in der Mitte wieder ein großes T für den Typen. Und wir sagen jetzt hier, wir können als Input alles vertragen. Ein X vom Typ T. Und
Ausgabe haben wir gar keine. Und jetzt können wir hier drin sagen, wir wollen zum Beispiel x printen. Print x. So. Und ja, wenn wir das jetzt ausgeben wollen, dann brauchen wir natürlich hier irgendwas, was mit Print funktioniert. Das heißt, wir sollten aufpassen, was wir hier als Parameter eingeben. Wir können sie aber aufrufen. Ihr könnt übrigens hier noch weitere Parameter angeben. Also T und E zum Beispiel und V. Und die könnt ihr dann hier alle bei den Typparametern benutzen oder auch hier irgendwo drin. Also das ist keinerlei Problem. Ihr könnt da alles machen. Ihr könnt ja, wie gesagt, beliebig viele Parameter und so weiter von beliebigen Typen und so weiter und so fort. So. Und was wir jetzt hier machen, ist, wir sagen, wir hätten gerne Fn. Alles erlaubt. Von dem hier. Ja, und wie wir sehen, kriegen wir einen Fehler natürlich, weil wir hier nicht automatisch garantieren können, dass dieses x auch wirklich printable ist. Deswegen, ja, nicht so toll, aber in unserem Fall sollte es mal als Beispiel genügen. Ihr könnt da sicher irgendwelche praktischen Anwendungen dafür finden. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal, wenn es um Trades geht. Und ja, dann geht die Serie auch wahrscheinlich schon dem Ende zu. Irgendwie guckt die kaum jemand irgendwie mehr. Und deswegen, wahrscheinlich kommt demnächst auch eine Abstimmung. Mal gucken, für was ihr euch dann entscheidet. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.